Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Marvin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Nach Monaten des Rätselratens hat Bushido letzte Woche sein Schweigen gebrochen und in einem ausführlichen Statement auf Facebook seinen Fans mitgeteilt, dass er und sein langjähriger Freund und Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker künftig getrennte Wege gehen werden. Die gemeinsame Geschichte von Arafat und Bushido geht viele Jahre zurück und könnte abenteuerlicher kaum sein. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ich dazu mal ein extra Video machen soll. So richtig auf dem Schirm hatten Rap-Fans Arafat erstmals nach Bushidos Kinofilm Zeiten ändern dich, in dem das Clan-Oberhaupt von Moritz Bleibtreu verkörpert wurde. Arafat selbst rückte dann Ende 2013 weiter in den Vordergrund, als Bushido ihm mehrere denkwürdige Zeilen in seinem K1-Diss-Track Leben und Tod des Kenneth Glöckler widmete. Spätestens nach dem zweistündigen Interview-Blockbuster mit Roos auf hiphop.de, welches aktuell zusammen über 5 Millionen Klicks verzeichnet, weiß dann wohl jeder, wie Arafat aussieht und welche Rolle er bei EGJ spielt bzw. gespielt hat. Obwohl die Gerüchteküche bereits einiges vermuten ließ, saß der Schock bei vielen Fans sehr tief und auch mich hat der Post von Bushido ziemlich überrascht. Ich wurde auch nach meiner Meinung zu der Trennung von Bushido und Arafat gefragt und um ehrlich zu sein, spielt das Ganze für mich gar keine Rolle. Mir ist egal, ob sich Bushido zukünftig mit Vase, Ashraf Ramo oder irgendeinem anderen Clan-Member abgibt. Das macht seine Musik für mich weder besser noch schlechter. Die sind alle sowieso nochmal untereinander connected, sodass ich da eh nicht durchblicken kann und will, wer da auf welcher Seite steht. Für mich gehören Großfamilien nicht zum Deutschrap, ich blende dieses Theater im Hintergrund lieber aus und konzentriere mich auf den musikalischen Output. Es sei denn, Ahmad Miri bringt endlich sein Album raus, das würde ich mir definitiv gönnen. Zitat Ende. Bushido ist Geschäftsmann und im wirtschaftlichen Kontext war Arafat nicht sein Freund, sondern sein Geschäftspartner. Eine geschäftliche Partnerschaft sollte für beide Seiten lukrativ sein, indem man gegenseitigen Nutzen durch die von der jeweiligen Partei auf den Tisch gelegten Stärken ziehen kann. Wenn Bushido dies nicht mehr als gegeben sieht, dann ist ein Einstellen der Zusammenarbeit nicht nur die richtige, sondern auch die logische Entscheidung. Es scheint auch so, als ob Bushido wirklich lange mit dieser Entscheidung gerungen hat und diese ihm alles andere als leicht gefallen ist. Auch wenn der letzte Satz in Bushidos Facebook-Post für viele YouTuber die heißeste News war, um schnell ein paar Klicks durch eine skandalträchtige Schlagzeile abzustauben, gab es für mich als Musikfan in diesem Post weitaus interessantere Aussagen, die ich jetzt mal kurz mit euch analysieren will. Nach vielen Monaten des Rätselratens und unendlicher Fanvideos, in denen alle möglichen Verschwörungstheorien aufgestellt wurden, wollte ich mich letztendlich persönlich zu einer sehr wichtigen Thematik äußern. Gleich bei seiner Einleitung wird deutlich, dass Bushido das Interesse an seiner Person auf YouTube, Twitter, Facebook etc. durchaus verfolgt, auch wenn er nicht täglich selbst was postet. Man kann davon ausgehen, dass er auch mein Video zu der aktuellen Lage im EGJ-Camp vom Februar gesehen hat. Dass dann sämtliche EGJ-Member genau einen Tag nach der Veröffentlichung des Videos einen Post zur anstehenden Black Friday Tour verfassten und somit im Grunde die Aussagen in meinem Video bestätigen, halte ich auch für mehr als einen Zufall. Somit scheint es so, als ob zumindest im Februar noch geplant war, die Black Friday Tour mit allen EGJ-Mitgliedern durchzuziehen. Es ist ziemlich ruhig um mich und das Label geworden. Gründe gibt es einige, der wichtigste wäre aber, dass ich mir selber viele Fragen gestellt habe, auf die ich gute Antworten brauchte. Es gab einige große Veränderungen in den letzten 20 Jahren meiner Karriere. Immer mal wieder haben sich Dinge verschoben, Personen sind verschwunden, Freunde sind gekommen. Bushido hat jetzt alles mal Revue passieren lassen, als würde er eine Fortsetzung zum besten Diss-Track aller Zeiten veröffentlichen. Schön, dass er hier nochmal klar macht, dass er einfach mal schon 20 Jahre im Rap-Game am Start ist und dabei kontinuierlich seine Relevanz aufrechterhalten hat. Dass man sich über so viele Jahre hinweg immer wieder neu orientiert, sei es musikalisch oder vom Umfeld her, ist nur verständlich. Das ganze Signing Hackmack im letzten Jahr wirkte auf mich sehr eigenartig. Erst das Signing von MO030, der sich dann nach dem Dislike-Gewitter auf Fake Friends gleich wieder verabschieden durfte, dann das Signing von AK außer Kontrolle, das für mich auch wenig Sinn ergab. Für mich hat die Konstellation Bushido, Shindy, Ali Boumaye ziemlich gepasst, das Trio wirkte auf mich sehr eingeschworen, die ganzen neuen Signings dagegen eher wie Fremdkörper. Dass Bushido eine Neuorientierung anstrebte, war deutlich bemerkbar, die inflationären Signings waren jedoch meiner Meinung nach der falsche Weg.
Auch jetzt befinde ich mich in so einer Phase. Das letzte Jahr war sehr turbulent, heute habe ich aber einige Dinge entschieden und ab jetzt richtet sich meine Aufmerksamkeit nur noch auf das, was vor mir liegt. In diesem Jahr wartet wieder Musik auf euch, ich feiere meinen 40. Geburtstag und genau vor 20 Jahren ging es mit meinem Demo-Tape in eine ungewisse Zukunft. Interessant ist hier, dass Bushido meint, dass er heute einige Dinge entschieden hat. Somit waren die Schlagzeilen der brodelnden Gerüchteküche der letzten Monate alles andere als beschlossene Sache. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie eher dazu beigetragen haben, dass Bushido letztendlich den Entschluss gefasst hat, sich von Arafat und vielleicht sogar von einigen Labelkünstlern zu trennen. Wichtig ist auch, dass Bushido einfach mal fast 40 Jahre alt und mehrfacher Familienvater ist. Da stellst du dir natürlich die Frage, ob du es da wirklich noch nötig hast, dich auf Sticheleien von Kollega und Farid Bang oder aktueller von Sinan G einzulassen, oder dich von halbwüchsigen Internet-Rambos auf Instagram beleidigen zu lassen. Wozu das Ganze? Des Geldes wegen? Bushido hat wohl für immer ausgesorgt und dürfte mit seinen Immobilien genug Kohle einnehmen. Oder soll er des Egos wegen weitermachen? Bushido hat allen Gangster-Rappern, die heute am Start sind, die Tür geöffnet. Jeder, der sich heute herausnimmt, ihn zu dissen, hat als pubertärer Teenager vom Bordstein bis zur Skyline in seinem Kinderzimmer gepumpt und wollte so sein wie Bushido. Anschließend kommt der für mich wichtigste Satz des Statements, bei dem ich mich sehr gewundert hatte, dass meine Kollegen hier auf YouTube kein Wort darüber verloren haben. Künstler auf meinem Label zählen auf meine Unterstützung und es wird Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Bushido ist EGJ, EGJ ist Bushido. Das wird hier nochmal mehr als deutlich gemacht. Vielen jüngeren Rap-Fans wird wahrscheinlich gar nicht klar sein, woher der Labelname Erst guter Junge kommt und wer diesen markanten Satz vor vielen, vielen Jahren zum kleinen Enes Mohammed Youssef Hashishi gesagt hat. Allen Wissbegierigen unter euch empfehle ich, sich Bushidos Biografie reinzuziehen. Ich packe den Amazon-Link dazu mal in die Beschreibung. Der Labelname macht ohne Bushido keinen Sinn, deshalb spricht er hier auch von meinem Label und nicht von dem Label oder so. Er gibt weiterhin zu, die EGJ-Künstler in den letzten Monaten sehr vernachlässigt zu haben, was sicher Worte sind, die einem Bushido schwer über die Lippen gefallen sind, aber leider der Wahrheit entsprechen. Wenn Lars Unlimited, AK Außer Kontrolle und Samra bei einem der größten deutschen Rap-Labels unterschreiben, dann tun sie das mit Sicherheit nicht, nur um dann karriere- und output-technisch kompletten Stillstand zu erfahren. Auch von den alteingesessenen Labelmitgliedern Shindy und Ali Boumaier gab es 2017 kein einziges Release, obwohl es im Deutschrap schon als Standard gilt, jedes Jahr mit einem Album am Start zu sein. Sehr erfreulich also, dass Bushido sich von nun an auf das Wesentliche konzentrieren will, womit er wohl die Betreuung und Unterstützung der Künstler auf seinem Label meint. Wer nach dem Bruch mit Arafat noch weiterhin bei EGJ bleiben wird, ist nun die große Frage. Gehen wir die Jungs mal der Reihe nach durch. Ali Boumaier, bekanntlich Arafats Cousin, war erstmals 2013 im Stress ohne Grund Video von Shindy und Bushido zu sehen, in dem er einen Mercedes-Benz mit Benzin übergoss. Genau ein Jahr später folgte mit der Single Voll Süß aber das erste musikalische Lebenszeichen, mit dem das Berliner Schwergewicht sogar auf Platz 41 chartete. Es folgten mit Fette Unterhaltung und Rumble in the Jungle zwei Top 10 Alben. Letzteres konnte mit der Single Sex ohne Grund einen absoluten Überhit hervorbringen, der ein halbes Jahr lang fester Bestandteil der deutschen Single-Charts war und inzwischen sogar mit Gold veredelt wurde. Innerhalb kurzer Zeit wurde Ali Boumaier zu einem erfolgreichen Rapper hochgezüchtet. Ohne die Reichweite eines Bushidos wäre dies niemals möglich gewesen. Das dürfte Ali auch selbst wissen, weshalb ich mir nicht vorstellen kann, dass es zwischen den beiden böses Blut gibt. Ich denke dennoch, dass Ali zukünftig nicht mehr auf EGJ stattfinden und sich vielleicht sogar komplett aus dem Musikgeschäft zurückziehen wird. Und seien wir doch mal ehrlich, musikalisch wäre das nicht wirklich ein Verlust für die Deutschrap-Szene. Ali ist ein sympathischer Dude, seine beiden Alben waren, ja, ganz solide, aber der Witz vom dicken Straßenrapper ist auch irgendwann mal nicht mehr lustig. So wie es aussieht, hat Ali jetzt seine eigene Shisha-Bar und wird sich wohl zukünftig darauf konzentrieren. Ein paar Clubshows nimmt er aber wohl noch mit. Weiter geht's mit Shindy. Der kam über Jesus zu K1 und dann über K zu Bushido. Nachdem K EGJ verließ, baute Shindy Kontakt zu Bushido auf. Wenige Zeit später unterschrieb er dann bei dessen Label und veröffentlichte sein viel umjubeltes Debütalbum NWA, welches Platz 1 der deutschen Albumcharts erreichte. Seitdem stieg der Hype um Shindy ins Unermessliche an. Seine beiden Nachfolgeralben Fuck Bitches Get Money und Dreams erreichten Goldstatus, genau wie Classic, das meisterhafte Collabo-Album mit Bushido. Nachdem man Shindys Instagram-Story im Februar noch entnehmen konnte, dass er wieder im Waldorf Astoria eincheckt, was darauf hindeutet, dass er neue
Musik arbeitet, hat er inzwischen sämtliche Social Media Accounts auf privat gestellt. Das kann natürlich ein Holland-Job-mäßiger Promo-Move sein. Neues Shindy-Material werden wir wohl dieses Jahr definitiv zu hören bekommen. Ich hoffe sehr, dass dieses dann weiterhin über EGJ veröffentlicht wird. Shindy hat sich in den letzten paar Jahren zu einem lukrativen Zugpferd entwickelt und er hat einfach perfekt zu Bushido gepasst. Shindy hat, genau wie Ali, seine Karriere im Prinzip Bushido zu verdanken. Aus dem ausgelachten Sidekick von K1, auf dessen peinlichen EM-Song Finale wir kommen, wurde ein anerkannter A-Liga-Rapper, der sowohl in Sachen Musik als auch Fashion zum absoluten Trendsetter avancierte. Es wäre mehr als schade, wenn diese gemeinsame Erfolgsstory so zu Ende geht. Lars Unlimited's Signing erschien mir schon fast ein wenig bizarr und war wohl eher so etwas wie eine Belohnung für seine Unterstützung beim Schreiben der Texte für Dreams und Black Friday. Ich habe mich trotzdem sehr für ihn gefreut, weil er nun auch schon jahrelang hasselt, ohne wirklich nennenswerte Erfolge vorweisen zu können. Lars letztes Album Dämon ist nun auch schon wieder über 2 Jahre alt. Er selbst ist jetzt 36 und somit wird es sicher nicht in seinem Interesse sein, noch eine halbe Ewigkeit zu warten, bis er mal ein neues Album droppen kann. Da er Bushido nach seinem Statement auf Instagram entfolgt ist, gehe ich davon aus, dass es das mit der gemeinsamen Zusammenarbeit gewesen sein wird. Schade, denn ich halte es für unwahrscheinlich, dass die Kunstfigur Lars Unlimited attraktiv genug für ein anderes Major-Label ist, um ihm eine derartige Reichweite zu bieten. Samra war für mich bei den neuen Signings der einzige, den ich als 100% passend zu Bushido empfand. Stimme, Flow, Erscheinungsbild und Attitude sind einfach genau das, was ich mir unter der nächsten Generation an EGJ-Künstlern vorstelle. Und seine jugendliche Angriffslust strahlt genug Hunger aus, um im Deutschrap-Game Großes zu bewegen. Er ist der einzige, dessen Zukunft ich bei EGJ für safe halte. Er ist auch der einzige im Camp, der Bushido noch auf Instagram folgt und scheint auch sehr eng verbunden mit Bushidos Familie zu sein. Musikalisch konnte ich mit AK außer Kontrolle von allen neuen Signings am wenigsten anfangen. Ich bin einfach kein Fan von AKs Stimme, wie ich ja auch schon in meiner Review zu Black Friday erwähnt habe. Seinen Frust über den Stillstand bei EGJ kann ich aber voll und ganz nachvollziehen und man merkte ihm an, dass er sich wirklich zurückhalten musste, um sich hier und da nicht im Ton zu vergreifen. Auch er folgt Bushido nicht mehr. Bei ihm halte ich es für am wahrscheinlichsten, dass er das EGJ-Camp verlassen wird. Er ist der Einzige, der die beiden Posts zur Black Friday Tour, die sämtliche EGJ-Member im Dezember und Februar gepostet haben, von seiner Instagram-Seite gelöscht hat. Somit gehe ich davon aus, dass er auch bei der Tour nicht dabei sein und sich stattdessen auf die Fertigstellung seines dritten Albums XY konzentrieren wird. Die Tour an sich bleibt auch weiterhin ein Rätsel und ich hätte mir gewünscht, dass Bushido in seinem Post auch darauf eingeht. Verschoben wurde das Ganze ja schon mal, aktuell gibt es allerdings noch Black Friday-Tickets zu kaufen. Ich gehe davon aus, dass Bushido dieses Video hier sehen wird, deshalb richte ich meine folgenden Sätze mal direkt an dich. Deine Tour startet in 4 Wochen. Aufgrund der Ungewissheit über die Zukunft des Labels herrscht allgemeine Unklarheit unter deinen Fans, ob die Tour überhaupt stattfindet. Ein klares Statement, dass die Tour wie geplant durchgeführt wird, bist du deinen wartenden Fans schuldig. Viele von ihnen hatten sich im Dezember extra Urlaub für den Termin ihrer Wahl genommen, teilweise auch Flüge und Hotels gebucht, das sind Kosten, auf die man vielleicht als Multimillionär scheißt, auf denen deine zahlende Fangemeinde aber nur ungern ein zweites Mal sitzen bleiben würde. Die Tour ein paar Tage vor Start abzusagen, wird man dir einmal verzeihen, ziehst du die gleiche Aktion nochmal ab, wird sich selbst eine derart fest eingeschworene Fangemeinde, wie du sie hast, langsam aber sicher von dir abwenden. Damit hätten wir die aktuelle Lage so gut es geht zusammengefasst mit allen Infos, die der Öffentlichkeit momentan zur Verfügung steht. Entscheidend ist für mich vor allem, dass es wohl endlich neuen musikalischen Output aus dem Hause EGJ geben wird. Was da im Hintergrund zwischen Arafat und Bushido vorgefallen ist, sollte für uns alle keine Rolle spielen und die beiden sind lange genug dabei, um das im Privaten wie Männer unter sich auszumachen. Auch was Bushidos Frau für eine Rolle spielt, hat nichts mit Deutschrap zu tun und wurde deshalb von mir in dem Video hier nicht weiter behandelt. Sie will mit Sicherheit nur das Beste für ihre Kinder und das sollten wir alle respektieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr euch auf neue Musik von Bushido freut. Lasst mich außerdem wissen, was ihr von dem Bruch zwischen Arafat und Bushido haltet. Wenn ihr Bushido unterstützen wollt, dann streamt Papa auf Spotify. Der Track steht kurz vor Goldstatus. Es wäre seine erste Goldsingle seit 8 Jahren und sicherlich ein schöner Motivationsschub. Das war's von mir für heute. Bis zum nächsten Video. Lasst es euch gut gehen, meine Freunde.